Bei den seltenen weißen Löwen gab es am ersten Weihnachtsfeiertag eine schneeweiße Überraschung. Vierlinge erblickten das Licht der Welt im Löwenhaus. Der flauschig weiße Nachwuchs hat sich in den ersten Lebenswochen gut entwickelt. Erstmals wurden die Löwenbabys jetzt bei einem Foto- und Drehtermin der Presse vorgestellt. 15 Teams waren der Einladung gefolgt. Wir natürlich auch. Die ersten Erkundungstouren außerhalb der Mutterbox hatte der jüngste Vierlingsnachwuchs der weißen Löwen schon vor dem Pressetermin unternommen. Wenn man als Zoobesucher Glück hatte, konnte man die Löwen auch schon im Schaubereich beobachten. Wenn nicht, blieben ja noch die beiden Zwillingsmädchen Shaira und Yasiri aus dem Vorjahr, die mittlerweile auch schon ziemlich groß und kräftig sind. Fangen wir mal mit den beiden anderen an aus dem letzten Jahr. Wie geht's den beiden? Mir geht's sehr gut. Sie sind gut genährt, sind absolut auch im Gewicht, haben sich blendend entwickelt, verhalten sich trotz Handaufzucht auch wie richtige Löwen. Und von daher sind wir eben auch erstmal froh, dass es den beiden sehr gut geht. Was wird mit dem passieren? Wir werden sicherlich in der nächsten Zeit, nehmen wir im Frühjahr, Frühsommer, dann zu einem anderen Zoo-Tierpark gehen, um dort dann eben eine neue Zuchtgruppe aufzubauen. Kommt natürlich noch ein Kater dann dazu, sodass er dann auch funktioniert. Im Beisein der vielen Medienvertreter kam das neue weiße Löwenquartett auf die Waage. Einhellig wurde festgestellt, die kleinen Löwen haben sich prächtig entwickelt und kräftig an Gewicht zugelegt. Lag das Geburtsgewicht bei geschätzten 1,5 Kilogramm, so lagen die Einzelgewichte der drei Kater und der einen Katze mittlerweile zwischen 6,5 und 8,2 Kilogramm. Zoodirektor Dr. Kai Perret und der Kurator für Tierbestand und Artenschutz Konstantin Ruske hatten zuvor beim Löwennachwuchs einen Gesundheitscheck durchgeführt. Die Löwenfamilie hat untereinander eine enge Beziehung aufgebaut und Mutter Chiara kümmert sich liebevoll um ihren Nachwuchs, während Löwenvater Madiba die Szene meist entspannt beobachtet. Wie kam es eigentlich, dass die Mutter so schnell wieder trächtig wurde? Das ist relativ natürlich, weil die Mutter hat ja im Frühjahr letzten Jahres dann keine Milch mehr gegeben. Und dann kommen diese Tiere, Katzen, dann sehr schnell wieder in den Zyklus, sobald sie nicht mehr säugen. Mhm. Und deswegen kam sie eben dann sehr schnell wieder in die Situation, dass unser Kater dann sehr fleißig war und auch sehr erfolgreich war. Und deswegen haben wir dann so schnell Nachwuchs wieder hinterher geschoben. Wie macht sich denn der Nachwuchs und weiß man denn jetzt auch, was wir haben, Kater oder Kätzchen? Ja, wir haben ja erstmal drei Kater und eine Katze in dem neuen Wurf und machen sich wirklich sehr gut. Also jeder wiegt ja etwa 7 Kilo und das liegt absolut im Maß. Ist Viere wirklich ein, also ist das viel, also auf einmal? Also normalerweise sind Zwillingsgeburte, drei ist schon ganz ordentlich, vier außerordentlich, von daher ist es Full House. Weiß man jetzt, warum die Mutter mit den Vieren weniger Probleme hat als mit ihrem ersten Wurf? Das ist wirklich rein spekulativ. Dass also wir diesmal der Mutter sehr viel Ruhe gegönnt haben, war eigentlich auch eine Antwort dessen, dass wir etwas anders machen wollten. Mhm. Diesmal ist es erfolgreich, vielleicht ist es tatsächlich die Wahl gewesen, ihr einfach mal sehr viel mehr Zeit zu geben für ihre Jungtiere. Und das werden wir sicherlich in den nächsten Würfen genauso machen. Was bedeutet das jetzt für die weltweite Erhalt dieser Rasse? Wir haben ja weltweit etwa 100 weiße Löwen. 13 leben derzeit in ihrem natürlichen Lebensraum in Afrika. Von daher, wenn wir mal vergleichen, 8 Tiere in Magdeburg, 13 in Afrika. Ich glaube, dass die Zahlen sprechen für sich. Was sagt die Fachwelt dazu? Die Fachwelt ist erfreut darüber, wobei einige auch sagen, natürlich eine solche Farbvariante ist jetzt nicht unbedingt das Zuchtziel, aber da gehen die Meinungen auch wirklich auseinander. Wir halten das für einen sehr großen Erfolg, dass wir hier für eine Farbvariante, die ja auch natürlich vorkommt, das ist keine Zuchtform, dass wir hier etwas tun, um diesen Weltbestand auch wieder aufzustocken. Aber so weiß finde ich die jetzt gar nicht. Also wie mir das Zwillingspärchen, die haben ja doch eine relativ sandige Farbe eigentlich. Ja, ist richtig. Das hängt aber auch ein bisschen mit dem Wetter und mit dem Untergrund zusammen. Also ein bisschen Dreck ist auch dabei. Ein bisschen Dreck ist da auch, spielt da auch noch mit einer Rolle. Und deswegen, also die Originalfarbe ist schon eher das Weiß, aber die Umgebung macht dann natürlich noch den Ton und deswegen sind sie nicht ganz weiß. Wie wird es jetzt mit den vier Kleinen weitergehen? Die werden weiterhin bei der Mutter oder besser bei den Eltern bleiben, werden hoffentlich auch keine weiteren Probleme machen. Sie haben ja bisher auch noch keine Probleme gemacht. Wachsen und gedeihen
und hoffentlich uns und den Besuchern viel Freude bereiten. Sie haben das eben erwähnt, auch bei den Eltern spielt der Vater da auch eine Rolle? Ja, er schützt die Jungtiere vor Gefahren, das ist auch seine Aufgabe. Wenn es dann irgendwann zum Spiel geht, dann muss er auch leiden, weil je größer die Kleinen dann werden, wird er auch besprungen und gekniffen und gebissen, in Anführungsstrichen. Also er hat schon auch eine Rolle in dieser Großfamilie inne und die derzeit, muss man ganz ehrlich sagen, macht er das sehr gut. Wie lange wird das jetzt noch so bleiben mit der Familie? Also bis die Jungtiere etwa so mit 1,5, 2 Jahren also in die Geschlechtsreife kommen. Im Zoo sind sie alle ein bisschen eher dran als im natürlichen Lebensraum. Dann wird sich zeigen, ob der Vater dann Probleme mit seinen Söhnen macht. Das lassen wir aber ganz auf uns zukommen. Auf jeden Fall ist die Liste sehr, sehr lang, die Tiere auch aufnehmen würden. Die Zoos stehen schon in Reihe, weil wir eben hier als einer der wenigen Zoos hier sehr erfolgreich züchten. Gerade jetzt die Frage nach der Zucht, also es dürfte jetzt zum Beispiel nicht einer von den Katern mit den Zwillingen aus dem letzten Jahr zusammengeführt werden, das wäre nicht gut. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar, dass das also gerade in puncto Inzucht eine zu nahe Nähe ist zu den Geschwistern, das muss man auf jeden Fall vermeiden. Da passen also auch internationale Zuchtprogramme auf, dass das nicht passiert. Darauf passen wir schon auf. Ja. Dass das also nicht zu einer solchen Konstellation kommt. Alles klar. Könnte man die 6 Geschwister jetzt noch zusammenhalten? Man kann die Geschwister nicht zusammenhalten, weil die nicht untereinander kennen. Die Eltern würden ihre eigenen, jetzt größeren Jungtiere auch nicht mehr als ihre Kinder erkennen, obwohl sie ja nebeneinander gelebt haben, aber eben nicht im direkten Umgang. Und deswegen wäre das also für große Gefahr, dann aber auch eher für die etwas größeren Jungtiere, und dieser Gefahr wollen wir keinem aussetzen. Die werden dann plötzlich in Rangkämpfen ausgesetzt, ja? Oh. Ja, sowohl als auch als Eindringlinge in das in Revier, und da wir nicht wissen, wie diese Kennenlernphase, nennen wir mal so, wenn die aufeinandertreffen würden, dann ausgeht, muss man dem einfach vorbeugen und sie ganz strikt trennen. Mit einem Zuchterfolg von 6 Jungtieren bei den Weißen Löwen ist der Magdeburger Zoo im Jahr 2016 der Rekordhalter in den Zoos Europas. Aktuell leben in 24 europäischen Zoos insgesamt 75 Weiße Löwen. Im Zoo Magdeburg davon nunmehr 8. In freier Wildbahn leben nur noch 13 Weiße Löwen in einem Naturreservat in Südafrika. Der Magdeburger Nachwuchs ist mit etwas Glück vor allem um die Mittagszeit oft im Schaubereich des Löwenhauses zu sehen. Bis zum 8. März kann man sich über die Homepage des Zoos mit Unterstützung der Bild-Zeitung noch an der Namenswahl für die 4 kleinen weißen Löwen beteiligen.